Der Arts and Nature Social Club ist ein gemeinnütziger Verein, ein Members Club, der sich zur Mission gemacht hat, die Kernfrage unserer Zeit zu kultivieren. Wie können wir als Spezies wieder besser in Harmonie sein mit der Natur? Wie können wir uns so organisieren, dass wir weniger Schaden anrichten gegenüber allem Lebendigen? Welche positiven Erlebnisse haben Sie mit Covid-19 erlebt? Das ist ja auch so ein bisschen das Thema heute Abend. Wir fragen uns, wie kann man dieses Phänomen positiv drehen und nutzen? Wie können wir das als ein natürliches Phänomen interpretieren, das uns auch nach vorne bringt? Das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Covid-Krise wurde schon vielfach diskutiert. Ich habe wahrscheinlich noch nie so viele Zukunftsprognosen gesehen auf unterschiedlichen Medien, wo sich entweder Experten oder selbsternannte Experten zu Wort gemeldet haben, was Covid eigentlich für die Menschheit bedeutet, beziehungsweise was Covid auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Es gibt viel, was in Frage gestellt wird, nicht zuletzt durch Covid, aber die Geschehnisse generell. Und auch unser Planet, die Erde, das Klima, was wir heute im Zusammenhang mit Covid diskutieren werden, ist nicht im besten Zustand. Und deshalb zunächst mal eine Minute des Schweigens, die Sie nutzen können, wie Sie möchten, einfach vielleicht in sich gehen und noch mal kurz zu der Thematik reflektieren. Und danach würde ich dann starten mit einem Video, was noch mal den Zusammenhang zwischen Club of Rome und der Covid-Krise auch beschreibt, neben exponentielles Wachstum. Aber zunächst eine Minute des Schweigens. Once upon a time, there was a man who invented chess. The king was so pleased, he offered the man a reward. The man, who was very wise, told the king he would only want one grain of wheat for the first square of the chessboard, two for the second, four for the third, and so on, doubling the amount for each square of the chessboard. The king thought the man was a fool, asking for a few kilos of wheat rather than gold. What the king did not know was that 64 doublings produce a quantity of grain higher than the total production in worldwide history. Therefore, he had to abdicate. That is the nature of exponential growth. Now imagine that instead of grain you have population, pollution, resource use, material consumption, and so forth. Our chessboard is planet Earth. Also hier nochmal die Thematik exponentielles Wachstum und was die bedeutet. Und Wachstum wird das auch eines der Kernthemen sein, das uns während der Diskussion mit Luisa Neubauer und Peter Schwarzenbauer begleiten wird. Noch kurz zum Club of Rome selbst. Wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, wurde der Club of Rome 1968 gegründet und 1972 kam der Bericht namens Grenzen des Wachstums raus. Jetzt möchte ich zunächst die Luisa Neubauer vorstellen. Wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist die Luisa die Hauptorganisatorin und das Gesicht von Fridays for Future hier in Deutschland. Luisa tritt für einen Kohleausstieg ein bis 2030, eine Klimapolitik, die mit dem Paris Agreement übereinstimmt, und sie äußert sich generell kritisch zum Thema Wachstum. Luisa ist Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und engagiert sich in verschiedenen Organisationen, unter anderem zum Thema Generationengerechtigkeit und auch weltweite Armut. Peter Schwarzenbauer dagegen hat eine eher klassische Konzernkarriere hinter sich. Er studierte zunächst Betriebswirtschaft an der FH München, hat
sowohl bei der BMW AG gearbeitet, wie auch im VW-Konzern in unterschiedlichen Rollen, meistens mit Marketing-Fokus, später dann in der Konzernleitung. Jetzt möchte ich übergehen zu Luisa Neubauer als erste Diskutantin mit einem kurzen Impulsvortrag aus ihrer Sicht, das Thema Covid-19 und Nachhaltigkeit mit Fokus auf Mobilität und Gesellschaft. Ich beschäftige mich als Teil von Fridays for Future in den letzten Wochen sehr, sehr viel mit Fragen von nachhaltiger Mobilität, von Mobilitätstransformation, eben weil wir so viele Entscheidungsmomente gerade gleichzeitig erleben. Also eine enorme Beschleunigung, was die Geschwindigkeit betrifft, in der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen über unsere Zukunft. Und als eine von der Generation, die einfach sehr lange mit den Konsequenzen von heutigen Entscheidungen leben werden muss, organisiere ich mich mit Fridays for Future, aber auch außerhalb ganz viel und intensiv, um eben diese Prozesse mitzugestalten, weil wir am Ende des Tages diejenigen sind, die damit leben müssen. Was wir gerade erleben, Corona-politisch in diesen Zeiten, ist, dass Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Gestalterinnen und Gestalter nicht vor einer Chance stehen, sondern vor einer klaren Verantwortung. Es werden Gelder in die Hand genommen in historischen Summen. Und diese Gelder, die manifestieren ein Stück weit Zukunft, die manifestieren eine Wirtschaftsweise, die manifestieren einen politischen Modus, die manifestieren Gesellschaftsräume mit einer ungeheuren Tragweise. Und das ist das große Learning aus Corona, ist, dass es einen politischen Modus gibt in diesem Land, der ist auch gesellschaftlich und kulturell übertragbar, der Krisen ernst nimmt und der aus Krisen mehr macht als nur in Anführungszeichen eine Bewältigung. Und wir haben erlebt, dass auf einmal Politik gestalten kann, dass Gesellschaft zusammenhalten kann, dass Einzelne zu einer Herausforderung heranwachsen, dass wir solidarisch sein können. Und diesen Modus, den hat man zur Schau gestellt, wenn es darum ging, Corona anzugehen und zu bewältigen. Mal mehr und mal weniger gut. Aber das hat funktioniert, es hat geklickt. Und es war ein Wechsel von einem auf den anderen Tag. Und das ist im Endeffekt ein Modus, den wir brauchen, wenn wir uns vornehmen, in Deutschland Mobilität zu gewährleisten, Freiheit durch Mobilität, die im Einklang steht mit unseren ökologischen Grenzen, mit planetaren Grenzen, mit dem Emissionsbudget, mit dem Pariser Abkommen und den Rechten von zukünftigen Generationen. Die Zeit, die wir jetzt noch haben, um tatsächlich Dekarbonisierungseffekte anzustreben, ist unglaublich kurz. Und wir werden Wege gehen müssen, die wir noch nie gegangen sind. Man wird radikale Entscheidungen fällen müssen. Und man wird sich überlegen müssen, wie ein endloses Ressourcenwachstum, ein fossiler Kapitalismus zu etwas werden kann, das tatsächlich tragfähig ist. Denn beides geht so nicht und kommt ganz klar an seine Grenzen. Warum tun wir uns als Menschen so schwer in der Umsetzungsphase von diesen Transformationen? Warum hapert es da immer? Sie können so eine Mobilität einer Stadt nur verändern, wenn es wirklich systematisch angegangen wird. Ein einzelner Player, egal wie groß dieser Player ist, kann das heute allein nicht mehr bewerkstelligen. Also um es kurz zu machen, es wird nur gehen, wenn man diese Strukturen wirklich komplett aufbricht. In dem Zusammenhang möchte ich die Frage stellen, wie können wir denn entschleunigen? Was ist das Wesentliche und was können wir praktisch tun, um vielleicht im Alltag das Tempo ein bisschen rauszunehmen? Denn wenn ich so überlege, selbst in meiner Lebenszeit, und ich bin noch nicht ganz so alt, hat sich das Leben doch schon sehr beschleunigt. Ich glaube, der erste Schritt zu der Auseinandersetzung mit tatsächlich Entschleunigung im Privaten ist die Bewusstmachung darüber, woher denn eigentlich die Beschleunigung kommt. Das heißt, auf einmal erleben wir, dass auf der Höhe der Zeit zu sein, eigentlich ein Mensch in dieser wahnsinnigen beschleunigten Welt 3 bis 4 Mindsets bräuchte, um über das Leben hinweg immer zu verstehen, was gerade passiert, um die Komplexität greifen zu können, um Ungleichheiten und Uneindeutigkeiten aushalten zu können. Und an der Stelle müssen wir uns fragen, okay, wie können wir das aushalten? Wie können wir für uns sozusagen Ruhe, Entschleunigungsoasen schaffen, Langsamkeit als kulturelles Gut zelebrieren lernen? Auf der einen Seite, ohne aber auszublenden, dass wir tatsächlich diese Hyperbeschleunigung weltweit, die auch einherkommt mit einer neuen ganzen Geschwindigkeit von Ressourcenausbeutung, von Zunahme, von Ungerechtigkeiten etc.,
dass wir uns dem auch noch widmen müssen. Es reicht in meinen Augen nicht zu sagen, naja, ich gucke, dass ich meine Yoga-Retreats mache und mir Zeit nehme, meine Bücher zu lesen, weil die strukturellen Probleme dieser Hyperbeschleunigung weltweit dadurch ja nicht gelöst werden. Können wir solche Entschleunigungsoasen in einem Konzern finden, der wie eine Maschine oftmals funktionieren muss, wo der Mensch auch funktionieren muss wie eine Maschine? Ich überlege mir am Morgen, bevor ich ins Büro gegangen bin, immer die 2-3 Themen, die ich heute auf jeden Fall gelöst haben möchte, und habe alle anderen Themen ja nicht so intensiv behandelt, wie das vielleicht von anderen gerne gesehen werden würde. Insofern habe ich mir selber versucht, diesen Raum zu schaffen, indem ich mich sehr stark fokussiert habe. Immer höher, immer schneller, immer weiter, geradeaus. Immer größer, immer besser, immer richtig, super drauf. Was von Bedeutung ist es, dass du jetzt da bist, wo du bist, dass du atmest, dass du liebst und dir selbst vergibst. Was von Bedeutung ist es, dass du in Bewegung bist, dass du weinst, dass du lachst, wie du willst. Wie können wir ausmisten? Wie kommen wir dazu, Innovation zu gestalten auf der einen Seite und dennoch auf der anderen Seite? Kohleausstieg ist vielleicht ein Beispiel, sagen wir, alte Muster, alte Denkweisen, alte Gewohnheiten und auch alte Abhängigkeiten zu überwinden. Sei es der Verbrennermotor, sei es die Kohlekraft, sei es aber auch das Verabschieden von kurzfristiger Politik oder von wahlkreisbezogener Politik oder von einer Politik, die kategorisch Menschen in jungen Jahren irgendwie abserviert als etwas, was keine Stimme hat. Das Verabschieden von kulturellen Gewohnheiten, aber auch Technologien und politischen Szenarien, für die wir keine Zeit oder keinen Raum oder kein ökologisches Setting mehr haben. Das wird ein fundamentaler Teil sein müssen von dieser Transformation. Was mich aber irritiert, ist, dass wir in diesem Bewusstsein darüber, dass Arbeitsplätze wichtig sind, uns nicht fragen, okay, wie sieht denn eigentlich die Arbeit der Zukunft aus? Und wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Sondern stattdessen sagen wir, okay, wir müssen, um diese Arbeitsplätze zu erhalten, zwangsläufig Industrien erhalten, die Zukunft kaputt machen. Statt zu sagen, Moment, wie schaffen wir das denn eigentlich, Arbeitsplätze zu gestalten, die in ihrer schieren Existenz nicht nebenbei ökologische Grundlagen zu häckseln? Wie können wir hier praktisch rangehen und wie können wir Verhaltensmuster und Gewohnheiten verändern? Wir müssten eigentlich viel mehr, was auch Luisa angedeutet hat, über welche Lösungen haben wir denn überhaupt, um sowas hinzubekommen. Solange eines der Player, ich würde es mal grob unterteilen, wieder in Konsument, Hersteller und Finanzwelt. Wir müssen alle drei Player zum Bewegen bringen. Sonst wird dieses System ganz schwer zu verändern sein. Es wird nicht funktionieren, indem man nur einen angeht, sondern nur alle drei. Und da hat jeder eine Rolle zu spielen. Nehmen Sie auch der Konsument, wir haben vorher schon darüber gesprochen, bei dem Thema Fleisch. Ähnlich ist es bei der Mobilität ja auch. Ich kann doch heute als Konsument schon entscheiden, ein anderes Signal zu setzen. Wir sind ja viel mehr als Konsumenten, wir Menschen. Wir sind alle politische Wesen und Teil einer Demokratie. Und mein Eindruck ist, dass wir haben das erlebt mit Fridays for Future. Ich wurde in jeder Veranstaltung, in der ich in den letzten anderthalb Jahren, wurde ich gefragt, was die Menschen individuell verändern können. Was sollen die Menschen machen für ein klimafreundliches Leben? Und es wurde immer abgezählt auf die Frage, was machen die Menschen in dem Augenblick, wo sie im Supermarkt vor einem Regal stehen? Und es ist so tragisch, weil es unser ganzes Wirken und Wandeln im politischen Raum, im öffentlichen Raum, im privaten Raum reduziert auf den Moment, wo wir in der Kasse stehen. Die wichtigste individuelle Verhaltensänderung im letzten Jahr in Deutschland war, dass mehrere Millionen Menschen an einem Freitag im Jahr morgens aufgestanden sind und gesagt haben, heute gehe ich Klimastreiken. Und die haben gemeinsam einen Druck konstituiert, eine Masse aufgebaut, eine Macht aufgebaut, die das Vermögen hatte, unwahrscheinlichste Veränderungen zu vollbringen. Und wir sind nirgendwo, wo wir uns zufrieden zurücklehnen können. Wie kann die Schule der Zukunft aussehen? Was können wir anders und besser machen?
mir wurde in der Schule, ich glaube, vielen Leuten wurde in der Schule gesagt, du lernst nicht für die Schule, du lernst für das Leben. Und wenn ich mir so angeguckt habe, was ich gelernt habe, musste ich da mal ein bisschen lachen, weil ich dachte, nee, Leute, original lerne ich genau für die Schule, weil was ich im Leben davon brauche, ist völlig unklar. Höchstens das Lernen lernen. Und da könnte man sich aber dann auch fragen, was für Inhalte brauchen wir da? Und es hat auch ganz eine großartige Bildungskomponente. Was wird uns beigebracht? Was für ein Zeitverständnis? Was für ein Selbstbewusstsein? Was für ein Weltbewusstsein wird uns beigebracht? Wie verstehen wir uns zur Natur zum Beispiel? Und wie entlernen wir wieder ein ausbeuterisches Verständnis, ein erhabenes Verständnis von der Natur zum Beispiel und erlernen? Ja, zum einen vielleicht zum Club of Rome noch was sagen, zum anderen etwas Inspiratives. Was kann jeder Einzelne tun? Ich habe ja vergangenen Herbst, vor einem halben Jahr ungefähr, ein Buch veröffentlicht, mein erstes, zusammen mit meinem Co-Autor. Und da haben wir zum Beispiel über Buckminster Fuller geschrieben und die Geschichte dahinter erzählt, aber eben natürlich auch über den Club of Rome. Und darüber, dass es so überhaupt nicht neu ist und vor allem überhaupt nicht radikal ist, in Frage zu stellen, wie weit wir wachsen, solange wir das Vermögen haben, Wachstum differenziert zu betrachten. Dass Wachstum an Zufriedenheit, Glück, Wohlergehen, Gesundheit, Bildung, Freiheit überhaupt nicht davon abhängt, wie weit wir eigentlich ökonomisch wachsen, was ganz schön ist und ganz interessant und vor allem inspirierend ist. Und an der Stelle haben wir natürlich auch, an der Stelle fühle ich mich sehr berührt von den früheren Veröffentlichungen des Club of Rome. Es hat mich sehr, sehr berührt, so viele Menschen über dieses Thema sprechen zu hören. Ich mache mir darüber auch ständig Gedanken und ich konnte mich in so vielen Dingen wiedererkennen. Und ganz wichtig ist, dass wir ins Handeln kommen. Und mein letzter Song für Sie geht genau darum, wenn ich jetzt wandern. Jetzt geht nichts mehr, wenn ich jetzt...